Herzlich willkommen im Autohaus an der B13. Mein Name ist Sanel Karamovic und ich werde Ihnen heute zeigen, wie man sich in der Skoda Connect App registriert zum einen und zum anderen, wie man uns, das Autohaus an der B13, als präferierten Servicepartner anlegt. So, starten wir mal mit der Skoda Connect App. So, man sieht, dass momentan nur ein Octavia RS im System hinterlegt ist. Ich möchte diesen schönen Skala noch ins System einpflegen. Dazu gehe ich aufs Fahrzeug hinzufügen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich mir die Fahrgestellnummer abschreiben, die Fahrgestellnummer, oder ich kann direkt ans Fahrzeug gehen und mit Hilfe eines Fotos. Genau. So, jetzt haben wir das Fahrzeug hinterlegt. Wunderbar. Dann gehen wir aufs Fortsetzen. Genau, Fortsetzen. Genau, das sind alle meine Dienste hinterlegt, die ich zur Verfügung habe. Je nachdem, welches System, je nachdem, welches Paket gewählt worden ist, so beim Neukauf, ist es aber natürlich davon abhängig, ob es ein oder beziehungsweise drei Jahre kostenfrei diverse Punkte mit dabei sind. Dies kann nicht pauschalisiert werden, das ist immer individuell. Ja. Kann aber trotz dessen auch mal verlängert werden, wenn es ausläuft. Jetzt haben wir das Thema. Hier steht natürlich oben, genau wie ich weiter vorgehe. Und hier steht entsprechend auch da, wie ich das Ganze aktivieren kann oder zu Ende bringen kann. Ja. Ich gehe mal auf erstmal, dann gehe ich dazu, aufs Menü. Es ist, ich befolge es 1:1, Menü, dann steht dort ein Nutzer, dann steht, das sind natürlich unten, Einstellungen, ja, und ich möchte natürlich ein Hauptnutzer werden, dass ich diverse Punkte auch nutzen kann, ja, wie zum Beispiel Fernöffnen oder Fernschließen. Jetzt kommt die Anzeige registrieren, da ich mich vorher nicht im Auto angemeldet habe. Jetzt melde ich mich mit meiner Skoda Connect Registrierung an. Der Fahrzeugschein wird jetzt übernommen. Okay. Okay. Nutzer werden. Dazu, um ein Hauptnutzer werden zu können, ist es notwendig, beide Schlüssel in seinem Besitz zu haben. Wir drücken auf Hauptnutzer werden. Da unten ist die Anzahl der Schlüssel, die erkannt worden sind. 1, 2. Es wurden beide Schlüssel erkannt. Wichtig ist dabei, genau, dass der Motor nicht gestartet wird. Genau. Wir bestätigen das. Wir gehen nicht in den Shop, wir bestätigen das Ganze natürlich. So, jetzt sind wir als Hauptnutzer angelegt worden im Fahrzeug. Jetzt aktualisieren wir die App. Genau. Wunderbar. Da steht auch mal, auf welchen Namen es angemeldet worden ist. Fortsetzen. Genau, jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja. Jetzt, da ist unser schöner Skala. Dann geht man auf den Skala drauf. Genau, er fragt uns jetzt schon, wählen Sie Ihren Skoda Service Partner aus. Auswählen. Genau. Jetzt ist es so, dass wir nach dem Autohaus in der B13 suchen. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, ob es bei uns in Brautlag oder bei uns in Neuburg. Sie können, je nachdem, wo Sie sich befinden, wo es näher zu Ihnen ist, haben Sie natürlich beide Möglichkeiten. Wir wählen jetzt hier in dem Fall das Brautlacher Autohaus aus. Die Telefonnummer haben Sie entsprechend, eine E-Mail und die Webseite entsprechend gleich da. Dass wir wählen das entsprechend auch aus, auswählen. Genau. Da ist es jetzt ganz wichtig, bei der Service-Terminplanung, ja, die auch entsprechend zu aktivieren, dass das Fahrzeug, wenn ein Service fällig ist, ja, oder wenn eine Lampe mal defekt ist, automatisch an uns wenden kann. Und somit melden wir uns auch bei Ihnen, ja, und vereinbaren gleich Ihren Termin, einen Termin nach Ihrem Wunsch auch gleich aus. Bei dem Thema Service-Terminplanung einschalten ist es wichtig, dass Sie es entsprechend aktivieren. Da ist es auch so, dass das Fahrzeug uns die Information zukommen lässt, dass bei Ihrem Fahrzeug ein Service fällig ist und können Ihren Termin frei wählen. Dadurch haben Sie natürlich einen sehr großen Mehrwert. Ja. Wir bestätigen das entsprechend. Genau. Und wir sehen hier,
Service, Terminplanung ist ein. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man es entsprechend, wenn man es nicht möchte, ja, auszumachen. Ja. Macht aber, wenn man es vollumfänglich nutzen möchte, macht es keinen Sinn, es nicht einzuschalten. Genau. Jetzt haben Sie hier, ich habe jetzt hier als Service-Terminplanung ein, ich kann auch hier die Öffnungszeiten einsehen. Und natürlich, dass das Service-Terminplanung eingeschaltet ist und das Kommunikationskanal, was ich als Nutzer gewählt habe. Ja. E-Mail und entsprechend meiner E-Mail-Adresse. Jetzt kann ich ja, eine Terminanfrage senden. Gehe auf eine Terminanfrage. Entweder kann das Auto, wenn es eine Fahrt fällig ist, kann ich was wählen. Oder zum Beispiel steht ein Reifenwechsel an. Ja. Da gehe ich ganz gut in meine App, wähle das, sage oh, Reifenwechsel, weiter. Wähle die Uhrzeit aus, wann möchte ich es gerne gemacht haben. Ja gut, man sagt ja O von O, sagen wir mal. Nehmen wir mal den 6. April. Ich hätte gerne um 10 Uhr einen Räderwechsel speichern. Und als zweites hätte ich am 6. habe ich Zeit und am 8. hätte ich Zeit, auch um 10 Uhr speichern. Und dann gehen wir auf weiter. Ob ich ein Ersatzfahrzeug benötige? Ich sag mal, ich brauche ein Ersatzfahrzeug. Ja, weiter. Und dann kann man hier noch was dazu schreiben. Zum Beispiel, es ist mir wichtig, dass die Flüssigkeiten meines Fahrzeugs kontrolliert werden. Oder es ist mir wichtig, dass der Reifendruck auf maximal eingestellt wird. Oder es ist mir diverse andere Sachen, was mir wichtig ist. Das kann ich gleich beim Termin mit aufnehmen. Ja? Wir schreiben einfach hier, Flüssigkeiten kontrollieren. Und weiter. Genau, jetzt ist nochmal die Zusammenfassung dessen. Ich habe einen Reifenwechseltermin gewählt. Ich habe meine Zeiten, wo ich sage, da möchte ich es gerne haben. Ich hätte gerne ein Ersatzfahrzeug. Und weitere Informationen, die Flüssigkeiten sollen kontrolliert werden. Und mache auf fertig. Genau. Genau, jetzt ist es auch so, dass automatisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse die meine Wünsche gesendet werden. Sie sehen hier die E-Mail-Adresse. Sie können sich das entsprechende Kopie schicken. Der Händler des Vertrauens bekommt auch gleich die Fahrgestellnummer und wissen, welches Fahrzeug sich handelt. Müssen Sie sich auch entsprechend nicht merken, Kennzeichen etc. Der mein Name im Vornamen, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ich habe alles dahinter gelegt, an meinen Daten, die es benötigt. Und schick's ab. Genau. Und dann bekomme ich die Nachricht. Das ist für Sie auch ein Feedback, dass die E-Mail entsprechend angekommen ist. Heute haben wir Ihnen gezeigt, wie man sich im Skoda Connect App registriert und wie man seinen präferierten Servicepartner wählt. Natürlich das Autohaus an der B13. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine allezeit gute Fahrt und ja, bis bald in unserem Autohaus.